Lieben, herzlich willkommen zum weiteren Pick-a-Pie von mir. Heute geht es um das Thema, welche unvorhergesehenen Überraschungen hat das Leben, das Universum für dich parat? Manchmal ist es so, wir ahnen Dinge, dann gibt es Sachen, die haben wir nicht wirklich geahnt, aber wenn sie dann passieren, sind wir so wie, oh ja, das habe ich mir, was weiß ich, vor 20 Jahren mal gewünscht oder das war in meiner Kindheit so oder keine Ahnung, ich habe nicht mehr dran geglaubt, dass das überhaupt passieren wird. Und das ist sowas, dieses Unvorhergesehene, dass man das jetzt halt nicht unbedingt kommen sehen oder auf einmal gibt es eine Gutschrift irgendwo oder wie auch immer, so, wo man dann denkt, oh, damit habe ich nicht gerechnet. Und wir gucken eben mal, was denn da für dich in petto ist vom Universum, was dich überraschen soll, wird, wie auch immer. Du hast die Wahl zwischen 4 verschiedenen Piles, du kannst dich zu einem oder auch mehreren hingezogen fühlen. Pile Nummer 1 ist der Karneol. Pile Nummer 2 ist der Chrysokoll. Pile Nummer 3 haben wir den Zitrin. Und Pile Nummer 4 haben wir den Dalmatiner Jaspis. Ich packe die Timestamps in die Infobox, dass du es gleich direkt anklicken kannst. Gebe dir jetzt die Auswahlmeditation, wo du ihn nicht reinführen kannst. Es hilft manchmal, Augen zu, Augen aufzumachen, um zu gucken, wo die Augen einen hinleiten. Wir sehen uns gleich im entsprechenden Pile wieder. Bis gleich! Hallo, Pile Nummer 1. Ihr habt den Karneol gewählt. Und wir gucken mal, was bei euch an Überraschungen ansteht. Also ich habe fast das Gefühl, ich soll euch gerade sagen, dass manches noch nicht komplett feststeht. Das wird noch entschieden. Aber es hat auch was mit eurer inneren Balance zu tun, dass ihr euch wahrscheinlich mehr im Gleichgewicht fühlt, dass ihr euch nicht mehr so aus dem Leben rausgerissen und durchgewühlt und durchgeschubst fühlt, sondern eher so eine gewisse Ruhe wird reinkommen. Vielleicht wird auch nicht mehr so oft die Frage gestellt, was wird kommen, wo geht's hin, sondern dass ihr ein bisschen entspannter sein könnt, dass ihr eher fühlen werdet, in welche Richtung es geht und gar nicht mehr so Hilfe im Außen sucht, sondern euch mehr vertrauen könnt und mehr in euch reinfühlen könnt. Und ich glaube, da an der einen oder anderen Stelle kann das manchmal überraschend sein, weil man dachte, boah, ich dachte, so weit bin ich noch gar nicht. Ich dachte, ich muss noch so und so viel aufarbeiten. Ich dachte, ich muss noch so und so an mir rumwerkeln. Aber irgendwie fühle ich bei euch, dass da gar nicht mehr so viel nötig ist. Da wird also auch Ruhe in den Beruf reinkommen. Also da zeigt sich anscheinend was. Entweder hast du wie so eine Art neuen Impuls, was dein Berufsleben angeht und auf einmal strebst du dahin und gehst dahin und machst das Ding. Oder da, wo du gerade bist, wird es für dich leichter. Da wird es leichter und du wirst mehr dich wohler fühlen, mehr zu Hause fühlen. Ich habe das Gefühl, deine Energie dort wird sich mehr ausbreiten können. Du wirst dich nicht mehr so eingesperrt fühlen und so klein und so ohnmächtig. Also hier geht es entweder in diese Richtung Selbstverwirklichung, Eigenständigkeit oder eben da, wo du beruflich gerade bist, dass sich das wohliger anfühlt. Und dass du überrascht sein wirst, dass es so ist, weil du es hast nicht so kommen sehen. Ja, es kann sein, dass wirklich neue Projekte anfangen, dass du damit nicht gerechnet hast, wirklich zu sagen, also gerade auch beruflich, wenn ich jetzt sagen würde, jemand geht in eine neue Richtung,
dass er sagt, boah, eigentlich habe ich nicht gedacht, dass ich nochmal die Richtung wechsle oder ich habe nicht gedacht, dass ich das tue, weil eigentlich habe ich mich darauf eingestellt oder vielleicht habe ich das ja gelernt oder studiert oder was auch immer. Ich dachte nicht, dass ich das mal umwerfe. Vielleicht habe ich es irgendwo tief drin mir gewünscht, aber nicht gedacht, dass das wirklich kommen wird. Und irgendwie merke ich, dass da dass das auch eine Freude bei dir auslöst. Also, dass du nicht denkst, oh mein Gott, sondern es ist eher was, was dir gut tut. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere auch so ein bisschen aus seinem energetischen Loch rauskommt und mehr strahlt, sich mehr ausbreiten will, mehr auf der Erde machen will, dass er nicht mehr so sich lethargisch und apathisch fühlt, sondern eher so, als ob er jetzt endlich so einen Sinn in sich selbst findet. So, das wird ganz überraschend kommen. Du wirst auf einmal denken, oh, ich bin hier doch nicht unnütze oder oh. Das fühlt sich jetzt gar nicht mehr so an, als ob ich irgendwie meine Zeit vergeude. So als ob da wie so eine Überraschung in dir auf einmal ist. So wie, also ich wusste nicht, dass ich das so anfühlen kann. Vor allen Dingen fühlt sich das auf einmal anders an. Das kriege ich ganz stark. So dieses, dass noch nicht mal im Außen groß was passieren müsste, aber du im Innen auf einmal wie so ein Gefühl hast von, das fühlt sich gerade richtig gut an. Heldin. Ja, als ob, ich habe fast das Gefühl, du hast dich wie selbst gerettet. Ganz oft wünscht man sich ja, dass irgendjemand kommt, der einen irgendwie retten könnte, der einen irgendwie helfen könnte. Und es ist fast so, als ob du das mit dir selbst gemacht hast. Als ob du auf einmal auch das Gefühl hast, du bräuchtest gar nicht jemand, der dich rettet, sondern du merkst auf einmal, dass manchmal einfach nur die Zeit sein muss oder kommen muss oder der richtige Moment und du vertraust dem Leben dadurch mehr und hast nicht mehr so eine Angst, wenn Dinge mal gerade nicht so laufen oder mal was stagniert, weil du auf einmal merkst, ja, es hat alles seinen Grund und du brauchst nicht mehr strampeln und machen und mehren und dich unter Druck setzen, sondern du vertraust dir mehr, so wie eine Heldin, die weiß, was zu tun ist und die weiß, wann es wichtig ist, innezuhalten, zu warten und nicht gleich den Feind anzugreifen. Ja, ich glaube, du kriegst auch mehr mit, was dir schadet und was dir nicht schadet, wo du dir selbst auch schon geschadet hast. Es ist fast so, als ob du das immer mehr mitbekommst, dass du gar nicht mehr drumherum gucken kannst und dass du das so bist wie, ja, jetzt als Beispiel, du wolltest, was weiß ich, schon 10 Jahre lang aufhören zu rauchen und du weißt, dass es dir schadet und hast 5000 Sachen probiert und auf einmal fällt es dir super leicht, das Rauchen zu lassen. Du kannst es dir nicht erklären, du hast vielleicht schon Therapie gemacht oder du hast Hypnose gemacht oder du hast es mal versucht und hast irgendwelche Tabletten oder keine Ahnung, Kaugummis und Pflaster und was es alles gibt gemacht. Und es hat nie geklappt, du bist immer wieder zurückgegangen und auf einmal, bumm, fällt es dir überhaupt nicht schwer. Und du bist so wie, warum, wo kommt das auf einmal her? Das ist so wie, du hast es dir immer gewünscht, aber es kam nie. Und jetzt auf einmal ist es so. Oder du wolltest dein Leben lang zum Beispiel abnehmen und fit werden und auf einmal fällt dir es super leicht abzunehmen oder super leicht die Ernährung umzustellen, super leicht fällt es dir auf einmal, Menschen aus deinem Leben vielleicht rauszuschneiden, die dir ewig lange irgendwie. Da kommst du immer nicht und auf einmal, bumm, kannst du das. Ich weiß nicht, das fühlt sich an, als ob du wie überrascht bist, dass es überhaupt fähig, also dass du fähig bist oder dass du sagst, oh, mein Gehalt war immer zu wenig, eigentlich habe ich mehr verdient. Und du hast nie darüber reden können, dass du mehr verdienst und auf einmal kannst du es, auf einmal fällt es dir super leicht zu sagen, ich verdiene mehr. Da ist wie ein Schalter umgelegt, ja. Und du merkst und du lässt nicht mehr die Sachen zu, die dir schaden. Ja, ich glaube, du entdeckst dich auch immer mehr. Das habe ich auch das Gefühl hier bei der Kaiserin, so dieses Entdecken, das Leben entdecken, sich entdecken, seine Talente entdecken. Ja, du selbst sein. Du wirst noch überrascht sein, wie sehr du selbst bist in Zukunft, wo du denkst, hey, ich dachte, ich bin schon ich selbst. Und wo du dann erstmal mitkriegst, dass du dich selbst eigentlich noch gar nicht so gut gekannt hast, dass du vielleicht schon Facetten von dir kanntest, aber noch gar nicht die wirkliche Person oder den in dir. Und du wirst auch keine Angst mehr davor haben, du selbst zu sein. Ja, angenommen, du hast unter bestimmten Umständen auf der Arbeit, vielleicht mit Freunden nicht unbedingt, aber Familie oder auch in der Partnerschaft kann man manchmal nicht man selbst sein, weil man will unbedingt der starke Mann sein oder die starke Frau sein oder die liebliche Frau sein oder man ist ständig die Mutti und auf einmal ist irgendwas in einem, was sagt, ich will nicht mehr die Mutti sein. Es reicht, ich war Mutti lange genug, ich bin wieder Frau, ich bin Mädchen, ich bin Kind, ich bin alles in allem. Ich will nicht mehr nur eine Rolle haben. Und auf einmal kannst du mehr du selbst sein und du entdeckst, was dir schadet und was dir die ganze Zeit geschadet hat und was du in der Beziehung immer aufrechterhalten hast und was eigentlich überhaupt schon lange nicht mehr eigentlich sein sollte. Und du fühlst regelrecht, wie das dir leicht fällt, diese Dinge umzusetzen. Und das sehe ich hier bei euch, dass das irgendwas Leichtes ist, dass es gar kein Kampf ist und dass es nicht,
Und dass es nichts ist, worauf du hinarbeiten musst, sondern das ist, und wenn das eine Situation ist, ein Gespräch mit jemandem, eine Erkenntnis, es kann ein Video sein, ein TikTok sein, es kann irgendwas sein, was du gehört hast, oder irgendeine Erinnerung, die hochkommt. Und das eine kommt mit dem anderen zusammen und es macht Klick und du merkst auf einmal, ja, genau so, jetzt macht alles Sinn oder jetzt auf einmal und du kannst dir nicht erklären, warum das all die Jahre vielleicht nicht ging. Und das ist die. Ich habe das Gefühl, das ist diese Überraschung für dich, diese Selbstermächtigung, die du hast. Du hast auf einmal wie so eine Macht, die du vorher nicht hattest und die wird dir gut tun, die wird dir unheimlich gut tun. Okay, das war's auch schon für Pein Nummer 1, meine Lieben. Das ist das, was jetzt momentan für euch durchkommt. Ich weiß, manchmal wünscht man sich, ich hätte gerne ein Haus oder ich hätte gern das. Hier geht es nicht um die materiellen Dinge, weil die materiellen Dinge kommen automatisch. Die folgen meistens solchen emotionalen Sachen automatisch, weil da geht es nicht um das Haus, sondern ist es ein Haus, was zu dir passt? Ist es ein Haus, was wirklich auch gut für dich ist? Weil du kannst zum Beispiel ein Haus in dein Leben ziehen und das macht nur Ärger. Und du musst ständig renovieren oder hast ständig Sachen mit dem Klempner oder mit dem Strom oder die Technik geht nicht. Oder du hast kein Internet, kein Empfang dort. Nur ein Haus? Ist immer nur, das klingt immer so leicht, aber da sind so viel mehr Faktoren. Deswegen ist es immer wichtig, dass emotionale Sachen eher geklärt werden, damit dann die materiellen Sachen perfekt dazu passen, weil man nämlich schwingungsgleich mit den Sachen sein muss, die zu einem kommen. Und die sollten genauso energetisch frei, unbelastet, leicht sein, so wie man selbst. Und deswegen ist es wichtig, dass man das zuerst in den Griff bekommt, sozusagen. Okay, meine Lieben, jetzt aber. Das war's zu Ball Nummer 1. Ja, ich hoffe, ein bisschen was war für euch dabei. Falls ihr ein Reading buchen wollt, findet ihr das auf meiner Website, könnt es direkt da buchen. Und wenn ihr mir eine Spende zukommen lassen wollt, habt ihr einen PayPal-Link in der Infobox oder direkt auf meiner Website. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Hallo, Peil Nummer 2. Ihr habt den Kusukoi gewählt. Und wir gucken mal, welche Überraschung für euch da ansteht. Sicherheit. Das ist interessant. Ihr werdet also mehr Sicherheit fühlen in nächster Zeit. Ihr werdet euch sicherer in diesem Leben fühlen. Es ist fast so, als ob auch hier irgendwie was Klick macht, irgendwas in eurem Kopf macht auf einmal Sinn. Oder ihr habt einfach wie so eine Energie, die in euer Leben strömt, in euren Körper strömt und ihr könnt euch nicht erklären, ob auf einmal die Welt so ungefähr bricht zusammen, aber ihr fühlt euch sicher oder andere machen Panik, reden über die Katastrophen und ihr fühlt euch sicher. Es ist, als ob nichts mehr euch aus der Ruhe bringt und das ist so ein Gefühl, das kann sogar merkwürdig sein und ihr denkt, oh Gott, sehe ich die Gefahr nur nicht, bin ich zu naiv, habe ich vielleicht irgendwie, ne, bin ich irgendwie da doof? Nein, du bist jemand, der macht eigentlich alles richtig und du solltest das annehmen, wenn sich das dann so anfühlt. Und du sollst es auch für dich als Wahrheit sehen, ja, keine Angst davor haben. Interessant, du wirst also auch Sicherheit haben im Bereich einmal, was deine Familie angeht, aber auch was deine Kinder angeht, aber auch was deine Persönlichkeit, dein Ausdrucksvermögen, wie du dich zeigst, wie du spielst, wie du flirtest, wie du dich auch mal im Mittelpunkt stellst, wie du auch königlich thronst. Weil manchmal ist es so, wenn man stolz auf was ist, man ist zum Beispiel jetzt ein absoluter Puzzle-Liebhaber und man macht ständig Puzzle und dann ist man mega stolz auf dieses riesengroße, schwierige Puzzle, was man gemacht hat. Und das sollst du auch und du sollst dich wohlfühlen und du sollst dich von niemandem irgendwie dumm anmachen lassen, der dann sagt, du bist doch nur Puzzle, hab mal im Leben eine richtige Karriere, bla bla bla. Sondern du fühlst, es kommt im Leben nicht auf eine Karriere an oder auf eine Partnerschaft, die ganz wichtig ist oder mit wem oder was oder welchen Beruf oder keine Ahnung, sondern dass es darum geht, was du als wichtig erachtest. Wenn dir wichtig ist, mit dieser Person zusammen zu sein oder dir wichtig ist, so zu leben, wie du lebst, das reicht vollkommen. Kein anderer muss das mögen, kein anderer muss das feiern, kein anderer muss das unterstützen. Nur du musst es schön finden, nur du musst es wollen und nur du musst dich auch da irgendwie, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ausleben können. Ja, wenn jemand anderes findet, du bist zu kindisch für dein Alter, egal. Wenn du dich kindisch fühlst und wenn du kindische Dinge tust und du fühlst dich wohl dabei, hervorragend. Du heilst gerade dein inneres Kind. Du gibst dir gerade den Freiraum, den du nie hattest. Ich habe das Gefühl, du lernst, dir selbst zu vertrauen und das, die Meinung anderer einfach drauf zu piepen, weil die sind entweder nur neidisch oder sie verstehen es nicht, merken aber, wie viel Spaß du hast und wollen es dir kaputt machen.
Oder sie wollen selber, das ist auch sowas, ganz oft ist es dieses, sie wollen selber das tun, haben aber Angst, was andere über sie denken und sind dann so wie, du musst darüber nachdenken, was andere denken, weil ich denke darüber nach, was andere denken. Die stecken eigentlich fest und wollen, dass du genauso feststeckst und das wirst du dir nicht mehr antun. Da hast du keine Lust mehr zu. Ja. Du vertraust darauf. Du weißt eigentlich, dass alles jetzt schon richtig ist. Dass du dir keinen Kopf machen musst, dass das, was, und ich habe ja auch noch gesagt, so dieses, ne, für sich thronen. Ja, weil wir haben den Löwe, der thront, und dann haben wir hier auch noch die Hohepriesterin, die thront. Du bist jemand, der darf sich selbst vertrauen und seinen Eingebungen und seinen Weisheiten und wie er was macht. Und ich glaube, du wirst das nicht mehr so an dich ranlassen, wenn jemand an dir rumdoktert, wenn er dein Aussehen kritisiert oder was du vielleicht als Hobby gerne machst oder wie du deine Freizeit verbringst. Und lass dir auch nicht von jemandem sagen, angenommen, du bist jemand, der kocht unheimlich gerne, dass jemand sagt, oh, mach doch ein Business draus, wenn du aber vielleicht gar keine Lust hast, ein Business draus zu machen, weil du zum Beispiel sagst, ich koche für mein Leben gerne, ich will aber nicht auf Druck oder Zwang kochen. Ich habe da keine, da würde ich es dann lieber nicht machen. Und dass du dir einfach den Freiraum rausnimmst, nur ein Hobby, weil es dir Spaß macht, nicht automatisch immer eine finanzielle Sache draus zu machen, weil ganz schnell kann sowas einen dann auch kaputt machen. Ja, es gibt Menschen, für die ist das absolut die Berufung, die wollen das und die tragen auch alle Konsequenzen. Und dann gibt es Menschen, die leben ihre Kreativität aus, aber es muss nicht automatisch immer gleich wieder irgendwie ein Business draus gemacht werden. Oder jedenfalls nicht auf die Art und Weise. Du könntest zum Beispiel Kochvideos machen und zeigen, wie du was kochst oder wie du was backst oder worauf du Bock hast. Aber du musst die Sachen nicht auf einmal verkaufen, beliefern, ein Restaurant führen, etc. etc. Sondern du könntest das auf die Art und Weise gestalten. Ja, also lass dich nicht, weil ich hatte das in meinem Leben auch schon, wenn ich irgendwas gemacht habe, hat jemand gesagt, oh, kannst du es nicht verkaufen? Oder oh, kannst du es nicht machen? Und ich war so wie, ich habe so viel Spaß daran, das gerade zu tun. Ich will das nicht automatisch immer gleich wieder zum Job machen. Ich will es einfach nur mal machen, weil es mir Spaß macht. Ich will nicht gleich wieder daraus ein Konzept machen, weil da steckt so viel mehr Arbeit drin, als die Leute manchmal denken. Da ist so viel mehr bürokratischer Kram dahinter, da ist so viel mehr, wo man manchmal auch auf Gesetzgebung achten muss. Gerade jemand, der zum Beispiel sagt, der kocht. Du musst so viele gesetzliche Sachen beachten, wenn du für andere kochen wolltest und Geld dafür nehmen wolltest, dass das schon wieder so viel Kram ist, dass es dir teilweise dann schon wieder vergeht, das so auf die Art und Weise zu machen. Deswegen, du nimmst dir das nicht mehr an, was jemand sagt. Und ich habe auch das Gefühl, unter den Kreativen, ich fühle hier ein paar Kreative in dem Pile, dass die unbedingt darauf hören sollen, ihrer Kreativität zu folgen, egal was andere denken. Wenn die sagen, den Strich würde ich da nicht setzen oder ich würde das nicht auf die Art und Weise machen oder das ist keine Kunst oder das ist nicht gut genug, lass dich bitte von niemandem in irgendeiner Form kritisieren oder nimmst dir zumindest nicht an, weil Kunst ist Kunst. Es gibt so komische Kunst, ich habe so komische Kunst in meinem Leben schon gesehen, wo Leute Tausende von Tausenden an Euros dafür nehmen, wo ich dachte, dass in meiner Welt ist es das nicht wert. In anderer Welt ist es das wert. Bitte schon. Also lass dir bitte nicht von irgendjemandem eine Wertmessung geben. Ja, wenn jemand den Wert in deiner Kunst nicht sieht, dann ist er auch nicht das richtige Klientel oder dann ist er nicht jemand, der dich versteht. Nur weil jemand das nicht erkennen kann, heißt das noch lange nicht, dass es keinen Wert hat. Deswegen die richtigen Menschen findest du, beziehungsweise brauchst auch nicht immer Menschen. Du kannst Dinge auch einfach nur schön für dich finden und du kannst es lieben und alle können es hassen und trotzdem hat es einen Wert. Ja, lass dich da nicht ins Bockshorn jagen. Ja, befrei dich. Das fühle ich. Du wirst in nächster Zeit dich befreien. Du wirst dich nicht einengen lassen. Du wirst dich nicht mehr bevormunden lassen. Du wirst dich nicht rumdoktieren lassen. Und du wirst noch überrascht sein, wie selbstbewusst du bist. Und du wirst noch denken, oh mein Gott, kann ich das einfach machen? Wird das Konsequenzen haben? Und du wirst merken, es hat überhaupt nicht so viele Konsequenzen, wie dir immer eingeredet wurde oder dein Verstand dir erzählt hat. Du wirst noch merken, wie einfach das Ganze ist. Ja, du wirst Rücksicht mehr auf dich nehmen. Du bist jemand, der nimmt eh immer schon Rücksicht auf andere. Du wirst endlich anfangen, auf dich Rücksicht zu nehmen, wenn du müde bist, kaputt bist, wenn es dir zu viel ist, wenn du was vielleicht nicht hinbekommst, wenn du mehr Zeit brauchst. Du nimmst Rücksicht auf dich. Ja. Wenn es hier auch um eine Person geht, die immer sehr viel von dir abverlangt, wirst du merken, wie viel gebe ich dieser Person und wie viel gebe ich mir? Gebe ich der Person 80% und mir nur 20? Oh, Vorsicht, ja, dass du da ein bisschen aufpasst. Sicherheit. Das haben wir hier auch schon. Ja, du bist jemand, du wirst in Zukunft Sicherheit ausstrahlen. Und das kann sein, dass die Motten wie zum, ja, wie verrückt zum Licht kommen, weil immer der Sicherheit ausstrahlt, da rennen die alle hin. Jemand, der wie Ahnung vom Leben hat oder Wissen übers Leben hat oder jemand, der sich hinstellt und sagt, ich habe die Weisheiten. Es wird immer Menschen geben, die sich zu diesem Menschen stellen und sagen,
weise mich, lehre mich, gib mir, ich brauche. Oder einfach nur daran kleben, weil sie sagen, okay, wenn hier die Welt untergeht, der wird wahrscheinlich wissen, wo es lang geht. Und so jemand bist du so ein bisschen. Du strahlst etwas aus, wie wenn die Welt untergeht, ich werde ein Boot bauen, so ungefähr. Ich kreiere nur. Und das ist vielleicht noch nicht mal so bewusst in deinem Kopf. Und du wirst auch nicht vielleicht wissen, dass du das ausstrahlst, aber Menschen sehen das in dir. Und du wirst in nächster Zeit, und es kann auch noch eine Weile dauern, weil es wird nicht sofort passieren, aber wir haben auch die 5, das kann sein, dass das nächstes Jahr erst im Löwen ist, oder dass es in 5 Monaten ist. Aber auf jeden Fall kann es noch eine Weile dauern. Es kann auch erst innerhalb der nächsten 5 Jahre passieren. Aber ich fühle bei dir auf jeden Fall, dass du überrascht sein wirst, wie sehr du keine Rücksicht mehr auf ständige Personen in dein Leben nimmst, wie sehr du aber trotzdem sicher dich fühlen wirst und wie sehr du dir selbst vertrauen wirst und das, was du tust, feiern wirst. Du wirst dich selbst feiern und du wirst dich, deine Kunst, deine Kreativität, auch wie du durchs Leben gehst. Ja, kreativ sein ist nicht immer nur einen Pinsel in die Hand nehmen, sondern kreativ ist auch, du hast etwas zum Beispiel in deiner Wohnung so gemacht, dass es irgendwie funktioniert, wo jemand anderes sagen würde, boah, nee, dafür hätte ich jetzt einen Klempner holen müssen oder dafür hätte ich jetzt das und du hast einen Weg gefunden, wie es vielleicht geht oder du bist jemand, der googelt gut, der kann gut googeln, ja, und der findet schnell Antworten und jemand anderes sagt, wie hast du das gemacht und du so, ich habe gegoogelt und derjenige so, hä, ich habe auch gegoogelt, aber nicht das gefunden und du bist einfach, du hast ein Talent dafür, Lösungen in dein Leben zu ziehen und du gehst spielerisch an Sachen ran und das fehlt vielen, ja, weil wenn du nämlich nicht spielerisch an Sachen rangehst, gehst du oft verkopft an Sachen ran und dann siehst du manchmal die einfachen Wege nicht. Und du bist aber jemand, du wirst diese einfachen Wege sehr einfach dann sehen. Und das wird dich überraschen. Und dann wird noch viel mehr in dein Leben kommen, was zu der Befreiung dann passt. Ja, das ist ganz oft, wir müssen erst das Gefühl in die Welt raussenden, damit dann die Dinge, die zur Befreiung passen, auch kommen. Ob es ein Job ist, der zu einem passt, ob es eine Beziehung ist, die zu einem passt, ob es vielleicht ein Haus ist oder irgendwas, wo du sein möchtest, was zu dir passt. Du bist aber gerade in der Entwicklung. Absolut, dich auf deinen eigenen Thron zu setzen und diesen Thron auch auszustrahlen. Und Leute werden diesen Thron fühlen. Und ich sag dir eins, die werden dich nicht mehr so behandeln, wie sie dich früher behandelt haben, weil sie anfangen, auch Rücksicht auf dich zu nehmen. Das ist ganz oft so. Fängst du an, Rücksicht auf dich zu nehmen, müssen andere auch Rücksicht auf dich nehmen, weil du nämlich Grenzen setzt. Nimmst du keine Rücksicht auf dich, werden das Leute übergehen und werden auch dich so behandeln. Okay, meine Lieben, das war's zur Peil Nummer 2. Falls du dich noch zu einem anderen Peil gezogen fühlst, schau dir sehr gern an. Falls du ein Reading bei mir buchen willst, findest du auf meiner Website und falls du mir Spenden zukommen lassen willst, habe ich einen PayPal-Link in der Infobox oder auf meiner Website und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Nummer 3, ihr habt den Zitrin gewählt und wir gucken mal, was für eine Überraschung für dich parade steht. Okay, also hier ist eine Tür, die sich öffnet. Ich weiß ja nicht, ob du dich im Dunkeln befunden hast, im Ahnungslosen, im ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich weiß nicht. Vielleicht hast du auch schon drüber nachgedacht, ob dein Leben schon so halb vorbei ist und das war's jetzt. Und auf einmal bist du so wie, da öffnet sich also doch noch eine Tür. Also, das ist also doch noch was, was möglich ist. Daran habe ich jetzt nicht mehr geglaubt. Und irgendwie wird dich das in der Form überraschen, weil du dann teilweise sogar, habe ich das Gefühl, ein bisschen überfordert sein wirst, weil du eben nicht damit so unbedingt gerechnet hast. Und du auf einmal fühlst so wie, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt kann oder ob ich dafür vorbereitet bin und ob ich das jetzt überhaupt machen kann. Und da kann so ein bisschen Stress aufkommen. Ja, aber du sollst das auf jeden Fall machen, weil es auch ein Neuanfang für dich ist, auch geistig. Es ist fast so, als ob du lernst, neue Gedanken zu denken, auch über dich zu denken und weniger Angst zu haben, mutiger zu sein, risikofreudiger zu sein, was zu wagen und auch in der Kommunikation offener zu sein und auch das Risiko einzugehen, abgelehnt zu werden, nicht gemocht zu werden, vielleicht kritisiert zu werden, aber wenigstens dir selbst treu zu sein. Das ist ganz wichtig. Du lernst immer mehr, dir selbst treu zu sein und nicht mehr zu maskieren und nicht mehr zu spielen und nicht mehr alles runterzuschlucken. Und ich habe auch das Gefühl, du wirst aber auch frischen Wind grundsätzlich reinbringen. So Menschen werden merken, irgendwas ist mit dir. Irgendwie strahlst du was aus. Ich könnte mir vorstellen, die Haarfarbe verändert sich oder vielleicht der Haarschnitt oder du strahlst irgendwie sowas aus von,
hier bewegt sich was und Menschen werden irritiert sein. Entweder sind sie so wie, oh nee, damit kann ich gar nichts anfangen und werden ernörgeliger oder wollen dich umdoktern oder eben wenden sich von dir ab. Oder sie sind auf einmal begeistert und lernen sogar von dir. Kommt immer darauf an, mit was für Menschen du zu tun hast. Oh Gott, ja, der Tod. Das heißt, hier findet wirklich ein alter Abschnitt, der wird endlich ad acta gelegt. Das ist wirklich so, als ich sage ja, da ist wie, da öffnet sich eine Tür, da fängt was neu an. Und du hast damit eigentlich nicht mehr gerechnet. Und wenn es ist, dass du sagst, boah, ich habe eigentlich mit einer Beziehung überhaupt nicht mehr gerechnet und auf einmal trudelt da jemand an und du bist so wie, wo kommst du denn bitte her? Und derjenige ist so wie, hä, was? So, das ist so, wo du vielleicht 20 Jahre lang Single warst und du dachtest, pff, ach, die können mir alle erzählen, die ganzen Kartenleger können mir alle erzählen, dass da einer kommt. Ich glaube da eh nicht mehr dran, das ist jetzt vorbei. Und genau dann trudelt das ein. Oder du hast dein Leben lang dich schon abgekämpft mit verschiedenen Berufen und auf einmal kommt die Idee für den Job und du bist so wie, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Das wusste ich nicht, dass das jetzt wirklich passiert, dass da wirklich die Idee jetzt kommt. Und auf einmal wirst du auch gepusht. Du fühlst es innerlich. Da ist so was, was dich die ganze Zeit vorwärts treibt. Und Dinge werden klappen und ineinander sich fügen. Und du bist so wie, okay, also ich habe die ganze Zeit so gemeckert. Ich war so pessimistisch. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich in die Schwingung kommen soll, da wirklich jetzt dran zu glauben, dass das jetzt endlich passiert. Aber das wird von alleine kommen. Du brauchst da keine Angst haben. Ja, du bist beschützt. Ja, du bist beschützt von oben. Das heißt, das, was auf dich zukommt, wird auch machbar sein. Du wirst auch merken, dass der Stress weniger wird. Du wirst auch merken, dass die Anstrengung weniger wird. Du wirst dich auf die Sachen einlassen können, auch wenn sie sich im ersten Moment überfordern. Du wirst auch weniger von dem Alten spüren, weniger Stress von dem Alten, weniger Angst vor dem Alten. Du wirst dich nicht mehr gefangen fühlen. Das hört auf. Alles, was dich irgendwie gebremst hat, alles, wo du das Gefühl hattest, du bist gefangen in dem Prozess, wo du bist, oder alles hat sich immer im Kreis gedreht, das wird ja eh nicht vorwärts gehen. Immer wenn du das Gefühl hattest, du bist gefangen und du glaubst nicht mehr ans Leben, so ungefähr, das wird verschwinden. Dieses Gefangensein wird verschwinden. Und du wirst auch lernen, nichts mehr zu verteidigen. Ich habe fast das Gefühl, da du den neuen Weg gehst, du hast vielleicht am Anfang noch, dass du sagst, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so kann. Und vielleicht, wenn dann irgendjemand dummen Spruch macht oder Leute komisch gucken, hast du das Bedürfnis, das noch zu erklären, zu rechtfertigen, dich zu verteidigen. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo du auch da keine Lust mehr hast, das zu erklären. Du machst es einfach nur noch und du wirst sehen, wer mit am Ball bleibt, wer weggeht, wer unterstützt oder wer sagt nee, weil du nämlich irgendwann merkst, dass du die Leute auch nicht brauchst. Dass ganz viele Menschen in deinem Leben waren, die eher deiner alten Schwingung entsprochen haben oder die eher nicht deinen wirklichen Vorwärtskommen unterstützt haben, sondern eher das alte Ich und die bei dem neuen Weg gar nicht mithalten können. Das ist ganz oft so, wir bekommen im Leben immer nur die Leute, die auf eine gewisse Schwingung passen. Und wenn dann jemand mitkommen kann, dann ist es, weil er sich auch weiterentwickelt und weil er die ganze Zeit auch sich weiterentwickelt. Oder die gehen dann halt, weil sie wirklich auf der Stufe stehen bleiben müssen, wo du dann die nächste hochgehst und die übernächste und so weiter. Und manchmal will man dann mitstehen bleiben, weil man denkt, oh, ich will die nicht verlieren oder ich will irgendwie nicht alleine sein. Aber du wirst auf den neuen Stufen neue Menschen bekommen, die zu dir passen. Und da sollst du keine Angst vor haben. Ja, bei euch fühle ich auf jeden Fall, dass es so überraschend sein wird. Das fühlt sich hier gerade so an, so wie, oh, die ganze Zeit war es dunkel. Ich habe schon so die Hoffnung aufgegeben. Und dann geht die Tür auf und du bist so wie, da gibt es eine andere Welt dahinter. Ich dachte schon, ich rede mir das ein. Ich dachte schon, ich spinne. Ich dachte schon, ich will mir irgendwas schönreden. Und eigentlich ist es so, dass natürlich da ein paar Verluste einhergehen werden. Es kann sein, dass ein Umbruch stattfindet, dass du bestimmte Dinge loslassen musst, dass du auch die Art und Weise, wie du denkst und fühlst, manchmal loslassen musst, dass du zu viel zu schnell willst, gerade weil der Widder kann sehr ungeduldig werden, dass da auch nochmal so ein Stopp kommt, dass du nicht immer gleich alles umsetzen kannst, was dir vielleicht durch den Kopf geht. Ja, du kannst zum Beispiel begeistert sein, du lernst jemanden kennen, du willst sofort am liebsten mit demjenigen zusammen sein, heiraten und was auch immer. Und das Leben ist so, warte mal, wir waren jetzt so lange hier allein, wir müssen erstmal uns an die andere Person gewöhnen. Wir müssen erstmal einen Rhythmus entwickeln mit dieser Person, bevor es hier einen Schritt weitergeht. Und da kann es natürlich sein, dass da manchmal noch das verletzte Ego reinkommt, ein bisschen Traumasachen hochkommen, wo man dann wieder denkt, oh Gott, vielleicht ruiniere ich ja alles, vielleicht klappt ja gar nichts. Aber du wirst das überwinden. Und du wirst aus diesem inneren Gefängnis, was du da hast, auch rauskommen und du wirst auch stärker werden. Du bist eh schon jemand, der stark ist, aber du wirst diese Steine werden dich nicht runterziehen. Du wirst über diese Steine eher drüber klettern und
dadurch noch stärker werden, weil du Muskeln gebildet hast und du wirst diese Transformation auch brauchen. Das wird so eine Transformation sein, die noch so den alten Rest abschüttelt. Du wirst den alten toxischen Rest an dir noch los und du wirst noch überrascht sein, wie neu du dich fühlst. Ich habe fast das Gefühl, du wirst überrascht sein, wie sich das Leben anfühlen kann und wie beschützt du dich auch fühlen kannst. Ja, wie einsam und alleine du dich im Leben oft gefühlt hast und wie beschützt du dich auf einmal fühlst. Ja, wenn du zum Beispiel einen richtigen Job für dich hast und auf einmal läuft der Job oder du hast einen Chef, der total lieb ist oder eine Chefin oder du hast auf einmal das Gefühl, zu Hause zu sein, wenn du umgezogen bist und du bist so wie, ich habe mich noch nie in meinem Leben so wohlgefühlt oder so beschützt gefühlt oder ich weiß nicht, da kommt irgendwie was, wo du dein Leben lang nachgesucht hast, aber das ist so ein Prozess. Also das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber das wird kommen. Und es wird auch immer mal Tiefs geben, wo du denkst, vielleicht geht es ja wieder weg oder du hast Angst, dass es wieder verschwindet und du kannst dem nicht richtig trauen und du weißt nicht, ob es langfristig bleibt, aber dann wirst du lernen, deine Angst macht das eigentlich nur schlimmer oder deine Angst boykottiert manchmal Sachen, aber du wirst diese Angst überwinden. Und du wirst aus diesem eigenen geschaffenen kleinen goldenen Käfig, in den du irgendwann mal dich reingesetzt hast, weil du eben konditioniert worden bist und die Menschen dir beigebracht haben, dass du in diesem blöden Käfig zu sitzen hast, wirst du dich rausbefreien und davon fliegen. Und das wird so ein mega cooles Gefühl sein. Und das ist das, was für dich kommt, wo du nicht damit gerechnet hast, dass das noch möglich ist. Ja. Okay, meine Lieben, das war's zu Peil Nummer 3. Falls du dich noch zu einem anderen Peil hingezogen fühlst, schau dir den sehr gerne an. Ansonsten, falls du ein Reading bei mir buchen willst, mach das direkt auf meiner Website, kannst du direkt buchen. Ansonsten, falls du mir eine Spende geben möchtest, dann ein PayPal-Link in der Infobox oder direkt auf meiner Website. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis dahin. Macht's gut. Hallo, Peil Nummer 4. Ihr habt den Leoparden. Dalmatiner, sorry. Ich will mal an Leoparden denken. Dalmatiner Jaspis gewählt. Und wir gucken mal, welche Überraschungen für euch dabei sind. Hier wird also was beendet. Interessant. Also etwas wird beendet, womit ihr nicht rechnet. Also jetzt nicht gleich Angst haben, wenn ihr sagt, oh mein Gott, ich will nicht meinen Partner verlassen oder oh mein Gott, ich will das und das nicht. Es wird etwas sein, was ihr. Ich fühle zwei Sachen. Bei den einen ist es so, dass ihr sagt, oh endlich. Ich habe es eigentlich die ganze Zeit mir gewünscht, aber nicht gedacht, dass es kommt. Und bei den anderen wird es eine Beendung sein von etwas, wo ihr denkt, dass es katastrophal ist, aber im Nachhinein werdet ihr merken, dass es genau das Richtige war, aber zu dem Zeitpunkt konntet ihr das noch nicht sehen. Ja, und das wird euch grundlegend nochmal ändern. Das wird euch einiges an Schwere nehmen. Das wird euch einiges an. Ich habe auch das Gefühl, dass sogar hier durch das, was beendet wird, bestimmte Krankheiten aufhören. Ja, weil manche sind ja auch so, haben so chronische Krankheiten, wo sie sagen, ich weiß nicht, warum das nicht weggeht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Manchmal ist es so, wenn man bestimmten Stress hat oder bestimmt unter so einem Dauerstrom steht, isst man bestimmte Lebensmittel häufiger. Und diese Lebensmittel können dann zum Beispiel bestimmte Krankheiten im Körper auslösen, weil der Körper dann heftig darauf reagiert, vor allen Dingen, weil er noch parallel unter Stress steht. Und auf einmal kann der Stress wieder verschwinden. Man hat nicht mehr dieses Craving, man hat nicht mehr diese Lust auf diese Lebensmittel. Und ich rede hier nicht nur von Schokolade, Süßigkeiten und Chips, sondern es sind manchmal auch Sachen wie, jemand kann auf einmal auf Gluten heftig reagieren, wo er vielleicht sonst auf Gluten gar nicht so reagiert. Oder auf Salz oder auf Essig oder auf irgendwie Tomaten oder Kakao oder was auch immer. Und der Körper kann auf einmal extrem in der Zeit auf Nahrungsmittel reagieren, wo er sonst nicht reagiert hätte. Und hier habe ich das Gefühl, durch die Sache, die beendet wird, löst sich was und du kommst in die Heilung. Das heißt, chronische Sachen können auf einmal abgemildert werden, weil das ist auch, wenn Ärzte dir erklären, wir können nicht erklären, warum das so ist. Wir können nur Dinge versuchen, wir können nur Tests versuchen, weil sie eben das Emotionale nicht mit involvieren, den psychischen Zustand nicht mit reinpacken. Die sagen zwar, haben sie letzter Zeit Stress, aber wenn du jetzt zum Beispiel seit deiner Kindheit unter Dauerstress stehst, weil du dein Leben lang immer sehr viel Druck gewohnt bist oder eben noch Kontakt zu deinen Eltern hast oder nicht festgestellt hast, dass Narzissten in deinem Leben nur so rumtummeln, dann sagst du zu so einem Arzt,
Nö, nicht wirklich. Eigentlich hat sich nichts verändert. Naja, weil es eigentlich schon immer so war. Und deswegen kannst du diese Frage nicht mit Ja beantworten. Und deswegen kann ein Arzt zum Beispiel auch gar nicht feststellen, dass du zum Beispiel unter Dauerstress stehst. Und selbst wenn er es feststellt, könnte er sagen, ja, dann ruhen Sie sich mal mehr aus. Ja, okay, dann ruhst du dich eine Woche aus oder 2 Wochen, weil du krankgeschrieben bist. Aber im Grunde genommen hilft es nicht wirklich, weil das Problem nicht gelöst ist. Ja, die Ursache ist immer noch dieselbe. Und ich habe irgendwie das Gefühl, hier wird was beendet, was die Ursache von vielen Sachen ist, die dich sonst immer sehr runtergezogen haben, die dich so sehr oft belastet haben, körperlich, geistig, energetisch. Wir haben parallel noch den Turm dazu. Das heißt, hier stürzt was ein. Das kann ich jetzt schon sagen, hier stürzt was ein und beziehungsweise fühlt sich momentan dann so an, als ob was einstürzt. Kann sein, dass eine Beziehung auseinandergeht, es kann sein, dass ein Job auseinandergeht, es kann sein, dass vielleicht jemand aus dem Leben geht, ne? Eltern können versterben, Großeltern können versterben, jemand kann dich ghosten, kann nicht mehr da sein. Das kann sehr traumatisch für einen sein, weil man das ja nicht steuern kann, weil man oft dagegen auch nichts machen kann. Und das kann sehr heftig sein. Und gleichzeitig werden Energien freigesetzt, die wieder was Neues im Leben bewirken können, die im Leben wieder neue Schaffenskraft bringen, weil das ist auch der Skorpion. Neue Schaffenskraft, da wird etwas beendet, aber gleichzeitig entsteht Neues. Und das passiert bei euch. Und das wird nicht einfach, ich weiß, das wird nicht einfach, aber gleichzeitig wird es euch unheimlich gut tun. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so wie wenn man Hausputz macht und man hasst das ganze Haus zu putzen, weil man denkt, oh Gott, ich muss jetzt in jede Ecke und das ist super anstrengend und da muss man ausmisten und da muss man hingucken. Man will das am liebsten alles ignorieren und einfach nur weitermachen. Und dann ist das Haus super geputzt und du guckst es an und denkst, boah, das fühlt sich ganz anders auf einmal an. Das fühlt sich lebendiger an, das fühlt sich energetischer, als ob man Altlasten losgeworden ist. Und so ist das bei dir. Es ist, als ob was Altes abgeschnitten wurde. Ja, du wirst besser funktionieren, was dich angeht, was dein Gehirn angeht. Ich glaube auch deine Emotionalität, dass du anders damit umgehen kannst. Du wirst nicht mehr ganz so doll auf alles anspringen. Du wirst nicht ständig reagieren. Du wirst ergucken, muss ich das nicht? Nehme ich mir das wirklich an, was da jemand sagt? Oder gucke ich erstmal, ob der vielleicht eigentlich nur gerade am Wettern ist, weil er mit sich selbst nicht klarkommt? Muss ich wirklich, ne? Du wirst mehr mitkriegen, dass du gar nicht mehr so stark getriggert werden kannst, weil wie gesagt, bei dir sich was löst. Es ist auch so, dass deine Wünsche sich verändern werden. Das, was du dir vielleicht, was weiß ich, vor 10 Jahren gewünscht hast, ist nicht mehr heute dein Wunsch. Oder du definierst den anders oder du siehst den anders. Es ist fast so, als ob du präziser wirst, als ob du mehr weißt, was wirklich für dich gut ist und gar nicht mehr so, du guckst nicht mehr nach links und rechts, was jemand will, sondern du guckst, was du wirklich willst. Ja, wo andere sagen, ich brauche eine Familie. Ich brauche einen Mann, ich brauche Kinder, das ist mein Wunsch. Wo du vielleicht dachtest, das ist dein Wunsch und du kriegst mit, nicht. Nee, will das vielleicht gar nicht. Ich will vielleicht einen Partner haben, aber ich will vielleicht nicht nochmal heiraten. Oder ich, ja, Kinder, nee, ich will vielleicht keine Kinder. Oder weißt du, was ich meine? Du guckst, welcher Wunsch war der Wunsch deiner Eltern, welcher Wunsch war der Wunsch deiner Freundin, deines Freundes oder der Gesellschaft oder wem auch immer. Wem wolltest du vielleicht gefallen oder wo wolltest du vielleicht dazugehören und welcher Wunsch ist wirklich deiner? Welcher Wunsch ist wirklich dein Wunsch? Und das wird sich neu bilden. Ja, du wirst doch mitkriegen, dass du vieles verkompliziert hast, dass du auch in deinem Kopf dir manchmal gedacht hast, ja, eine Sache müsste so und so und so und so und so sein. Und dann kam das Leben, hat dir was gegeben, du warst glücklich und dachtest, warum habe ich das so kompliziert in meinem Kopf gemacht? Das geht so viel einfacher. Und du lernst, glaube ich, nicht mehr ganz so kompliziert zu denken und mehr passieren zu lassen und mehr auf dich zukommen zu lassen und zu sehen, dass du nicht Kontrolle über alles haben kannst und niemals haben wirst. Und dass du immer nur irgendwo im Fluss mit dir selbst sein kannst und dir vertrauen kannst, mehr nicht. Und dass das Leben immer auf deiner Seite sein wird, selbst wenn es auch mal schmerzhaft ist, aber dass Schmerz zum Leben dazugehört und dass keiner dich ärgern will und keiner dich bestrafen will. Und dass, wenn dich jemand richtig doll ärgert, oft das ein Anteil ist oder ein Zeichen dafür ist, dass das Leben sagt, guck hin, was lebst du nicht? Wo machst du genau das mit dir, was derjenige gerade mit dir macht? Wo bist du genauso gemein mit dir? Wo achtest du nicht auf dich? Ja, du wirst merken und lernen, neu mit dir umzugehen. Du wirst, glaube ich, lernen, neu das Leben für dich zu betrachten und auch neue Wünsche für dich zu haben. Wie will ich mich fühlen? Frei. Wie will ich mich fühlen? Sicher. Wie will ich mich fühlen, dass ich mich immer weiterentwickle, dass ich immer an mich glauben werde, dass ich die Zweifel zur Seite schiebe, dass ich mutig vorangehe, dass ich mir die Vergangenheit angucken kann und die Zukunft, dass ich sehe, wenn jemand
Warnhinweise zeigt, wenn er Red Flags hat, dass ich nicht mehr weggucke, dass ich nicht mehr so tue, als ob alles gut ist, dass ich mir traue, Dinge anzusprechen, dass ich aber auch offen bin, meinen Erfolg zu teilen, dass ich keine Angst mehr davor habe, dass ich mich nicht mehr schäme, wenn ich erfolgreich bin, dass ich mich nicht kleiner halten muss, als ich bin. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, hier werden alte Muster wegbrechen und du wirst nicht verstehen, wieso, weshalb, warum, weil das wird plötzlich kommen, weil achtes Haus steht für plötzliche Veränderungen. Du wirst es nicht kommen sehen. Es wird auf einmal wie dich umhauen. Aber es wird dich komplett für eine neue Version von dir öffnen, die dir gut tut, die dir richtig gut tut. Und du brauchst keine Angst davor haben, weil das Leben ist auf deiner Seite und es ist für dich da und niemals gegen dich. Okay, meine Lieben, das war's jetzt für euch hier in Peil Nummer 4. Falls du dich noch zu einem anderen Peil hingezogen fühlst, schau dir den sehr gerne an. Falls du ein Reading buchen willst, kannst du das gerne auf meiner Website tun. Und falls du mir eine Spende zukommen lassen willst, habe ich einen PayPal-Link in der Infobox. Oder direkt auf meiner Website. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.